Okay, wir haben noch ein Bier, wir haben noch die Bounty, das Kopfgeld, den Brief dazu haben wir jedenfalls noch. Wir haben vollständig aufgestockte Pfeile, wir haben noch den Helm von dem Banditenanführer. Den könnten wir doch verkaufen. Was haben wir noch? Alles Mögliche haben wir noch, aber das brauchen wir auch noch alles. Gut, dann würde ich doch mal sagen, verkaufen wir noch einmal diesen Helm. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Season Unending. Und dann, naja, müssen wir noch mal gucken, dass wir uns irgendwie eine Beschäftigung holen. Wir haben ja eigentlich noch genug Geld, ne? Daran mangelt es uns zurzeit nicht. Wir haben 1200 Septime. Also da können wir noch eine ganze Menge von ausgeben. So. Ja, und die ganzen Items da hinten, die tauchen da erstmal auf. Müssen halt alles erstmal geladen werden. Welcome to War Maidens. Now don't let the name worry you. We got plenty of steel for fighting men. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Ja. So, wo hatten wir den denn? Ach so. Wir müssen ja auch erstmal hier in unser Inventar gucken. Da haben wir den Helm und zack. Gut, hat dieser Ulfbert denn noch irgendwas? Er hat auf jeden Fall sehr starke Rüstungsteile. Sehr schwere Rüstung ist das aber auch. Naja. Okay. Naja, aber viel großartige Sachen hat er jetzt nicht. Außer diese Stücke Leder hier. Die könnten wir natürlich noch verwenden, um unsere Rüstung zu verbessern, aber das lassen wir noch. Good doing business with you. Das lassen wir erstmal. Weil so sehr, so viel bringt das ja auch nichts. Aber wir sollten uns vielleicht einmal noch irgendwo hinsetzen. Oh, wir haben Hunger. Na, den wollten wir eigentlich nicht. Der ist ja nicht ganz so lecker. Gut. Dann gehen wir noch einmal kurz ins Inn, holen uns was zu essen. Und damit sollte dann dieses Thema erledigt sein. Diesen Hundefleischeintopf. Welcome. Let me know Schmeckt if you halt nicht want so gut. anything. Think I got a clean mug around here somewhere. If it's work you need, how about chopping up some wood for the fires? Wir können ja also Holz verkaufen. Das ist ja auch was Feines. Take a look. So, mal gucken, mal gucken. Aha. Vielleicht irgendwas Einfaches. Mal gucken. Ja, hier die zwei Sweet Rolls. Das nehmen wir. Need anything else? Just let me know. So. Gut, damit hätten wir das. Und ja, dann müssen wir eine Beschäftigung erstmal noch finden. Oh, ein kleines bisschen Durst haben wir ebenfalls. So.
Genau. Wir müssen uns jetzt erstmal hinsetzen. Irgendwo müssen wir uns jetzt hinsetzen. So. Reshape this land, which is mine. I do this for you, Red Legions, for I love you. I love, love, even as man, great Talos cherished us. For he saw in us, in each of us, the future of Skyrim, the future of Tamriel. So, und dann sollten wir vielleicht nochmal unser... Wie hieß es noch? Unseren Segen von Arkai, so hieß es. Den sollten wir vielleicht nochmal, ja, auffrischen. Und deswegen werden wir jetzt hier noch einmal kurz zum Schrein beten. Und uns den Segen abholen. Denn diesen Segen, den können wir ja wirklich gut gebrauchen. Na, zur Zeit jedenfalls. Wo wir ja noch nicht allzu viel Gesundheit haben. Und wir können einen Perk auswählen. Noch. Aber das ist doch schön, dann machen wir das einmal. Habe ich ja gar nichts dran gedacht jetzt. Aber wo nehmen wir das? Wo nehmen wir diesen Perk? Beechcraft, da könnten wir doch... Ah... Wir könnten auswählen, dass wir Wachen bestechen, damit sie Verbrechen ignorieren. Aber ich glaube, das bringt uns erstmal nichts. Denn eigentlich, wir sind ja nicht so der verbrecherische Typ hier. Oh. Deswegen würde ich mal sagen, versuchen wir das hier. Oder können wir... Nee. Hier können wir nichts. Illusion, Magie, das brauchen wir zurzeit nicht. Hier haben wir natürlich einen Punkt erhalten von dem ein Buch, das wir gelesen haben. Glaube ich jedenfalls, dass das so war. Ich glaube, so war das. Und, na, die anderen, die brauchen wir halt alle nicht. Beziehungsweise haben wir noch nicht so, ja, ausreichend Punkte gesammelt. Dann würde ich mal sagen, wo haben wir es? Hier haben wir es. Nee. Verdammt. Hier. So, und dann nehmen wir mal den hier. Diesen Perk nehmen wir. 10% bessere Preise beim anderen Geschlecht. Das heißt also, wenn wir bei einer Frau einkaufen, dann kriegen wir da, ja, 10% bessere Preise. Hat doch auch was Schönes. Wir müssen noch irgendeine Beschäftigung finden. Irgendwo müssen wir doch etwas finden können. Dass wir Punkte bekommen und... Hoppala. Okay. Ist nichts passiert. Irgendwo müssen wir doch was finden können, dass wir ein paar Punkte verdienen können und so.
Naja, das Einfachste wäre ja, wenn wir irgendwo ein paar Banditen umlegen, ne? Und ich glaube, als wir in der letzten Folge bei Redorans Zuflucht waren, da sind wir an dieser einst zerfallenen Burg da hinten vorbeigekommen. Ja, bei der da hinten, die ihr da so im Hintergrund seht. An der sind wir vorbeigekommen und da waren doch, soweit ich mich erinnere, noch ein paar Banditen. Vielleicht können wir die ja die Falschheit ihres Tuns aufzeigen, ne? Ich habe Wortfindungsstörung, das ist schrecklich. Genau, da hinten. Dann suchen wir uns mal den Weg. Da vorne ist er. Genau. Da vorne an der Burg, da haben sich nämlich Banditen eingenistet. Die werden wir uns jetzt vorknöpfen. Vielleicht nicht alle, aber wieso passiert das eigentlich? Ach so, ja. Wir haben ja den Wein getrunken. Genau. Daran lag das. Daran lag das, wir haben Wein getrunken, sind wir natürlich ein bisschen angeheitert. Es kann auch durchaus noch passieren, dass wir ein oder zweimal hier stolpern und richtig hinfallen. Hoffen wir mal, dass das nicht im Kampf passiert. Aber gut. Da vorne ist schon einer. Okay. Und da. Wie machen wir das? Wir sollten auf jeden Fall einmal einen Quicksave machen. Und nein, wir rennen nicht mit dem Schwert hinein. Wir versuchen das natürlich so gut es geht unbeschadet zu überstehen, deswegen nehmen wir jetzt erstmal den Bogen. Da vorne steht einer. Einfach so. Ja. Der hat uns nicht gesehen da vorne. Okay.
Der geht da in den Turm rein. Okay, haben wir hier vielleicht noch irgendwo Leute? Da vorne. Okay. Oh, er hat uns gesehen. Die haben was bemerkt. Wir müssen vorsichtig sein. Never enough gold. Just need one good haul. Wenn der da vorne mal stehen bleiben würde, könnten wir den vielleicht auch treffen. Müssen wir natürlich auch den... Den haben wir sauber erwischt. Den haben wir richtig gut erwischt. Ich glaube, wir haben, weil wir auch den Ort entdeckt haben, genug Punkte für ein Level. Oder? Nee, noch nicht. Wir hätten genug Punkte für einen Blocken. Oder leichte Rüstung. Okay, das lassen wir erstmal noch. Warten wir erstmal ab. Must be my imagination. Genau, so sieht das aus. Die werden uns natürlich gleich sehen. Verdammt! Ah, hier kommen wir nicht hoch. Okay. Was ist da denn? Oh. Oh Mann. Oh, die treffen uns hier noch. Die erwischen uns noch. Das gibt's doch nicht. Oh, der hat uns tatsächlich noch erwischt. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Glaube ich. Wir müssen noch mal kurz gucken, ob der was hat. Nee, der hat nichts. Okay. Oh. Ich glaube, der hat die jetzt im Alleingang hier kaputt gemacht. Müssen wir mal ansprechen. Are you finished ogling the grotesque? I suppose I should be grateful you didn't simply attack me. Na, so wie die Banditen, ha? Huh? Nee, zu denen gehören wir nicht. Aber deine Haut, die ist so. Das kann man sogar sehen. Seht ihr das da unter seinem Hals? Er hat kunterbunte Haut. Naja. I am one of the afflicted. I'd have been dead from this plague a year ago if not for Periite's protection.
Returning to High Rock, our shepherd lost his way, and I fear Periite's wrath may consume those who remain with him. Kesh could tell you more. I just want out of Skyrim as quickly as possible. Aha, okay. Gut, unser Köcher ist voll. Meine Güte. Alles Banditen. Sind da etwa noch welche drinne? Müssen wir mal direkt nachsehen. Das war ja jetzt wirklich ein glücklicher Zufall, dass der da war. Aber ich glaube, hier draußen sind keine mehr. Okay. Die haben hier eine Schmiede. Okay, sehen wir mal nach, was könnten wir denn alles so in der Schmiede zaubern? Ein hölzernes Schwert. Das ist natürlich auch was Feines. Wir können diese ganzen Rüstungen, die man sonst eigentlich auch nicht machen kann, in Skyrim, die können wir jetzt ebenfalls herstellen, wie eben diese Fur Armor. Ja, die kann man ja sonst eigentlich nur von Banditen abnehmen, aber wir können die halt durch eine Mod, ich glaube, das war Complete Crafting Overhaul. Ich glaube, der machte das, dass wir hier die ganzen besonderen Waffen und so herstellen können. Oh, und ja, Bögen können wir natürlich auch jetzt herstellen. Na, da können wir auch den hier herstellen. Und sowas. Mit einem Visier dran. Sowas können wir auch herstellen. Na, jeder Bogen hat so eine Visierversion. Sehen auch gerne mal ganz schick aus. Was können wir denn sonst noch machen? Aha. Leder, was können wir hier? Okay. Feine Armschienen. Aha. Silberschwerte. Okay. Ja, das können wir alles machen, liebe Freunde. Brauchen wir natürlich die Materialien für. Und ich weiß nicht, sollen wir einen Blick hineinwerfen in die Burg? In diese Festung? Wo wir schon keine Punkte dafür bekommen können, dass wir hier die Banditen erledigt haben. Oh, naja. Können wir eigentlich reingucken? Wir haben die Banditen ja auch eigentlich gar nicht erledigt. Ach, es ist dunkel hier. Meine Güte. Da müssen wir ja aufpassen, dass wir hier nicht
Da ist einer. Okay, okay. What was that? I guess I was just hearing things. I know I heard something. Okay, okay, okay. I was sure I heard something. Mead, mead. Kill him to get some beer every now and then. Talks to me like that. Okay, okay, da sind viel zu viele. Use your smarts. Like I'm supposed to figure out which college he meant. Jail. I'd die than give my safe. Tired of getting disarmed. Oh, da haben sie einen Vorratsraum. Da sehen wir uns doch mal um. Was haben die denn da? Die können wir doch verkaufen. Herrlich. Und da ist aber nichts. Halte das! Da ist jemand. Oh. Das gibt's doch nicht. Wo sind die? Nicht, dass wir hier entdeckt werden. Oh, das ist nicht gut. Okay, er hat uns nicht gesehen. Wir sind also sehr gut versteckt hier oben. Na, warte, dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Nein, entdeck uns bloß nicht. Anybody there? Lass doch verschwinde. Wir sind verdammt gut im Schleichen, habe ich das Gefühl. Nothing here after all. Okay, looten wir den Herrn hier mal. Naja, Großartiges war da jetzt nicht drinne. Das ist doch auch eine Banditenfrau hier. Und wir sollten vielleicht unsere Rüstung anlegen. Falls es doch zu einem Nahkampf kommt. Dann sind wir wenigstens geschützt. Okay, 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 okay. Wir verziehen uns hier. Wir laufen weg. Anders geht das nicht. Hoffentlich kommen die uns hier nicht hinterher. Okay. Okay, okay, okay. Die kommen uns also nicht hinterher. Aber vielleicht sollten wir uns hier draußen... Könnten wir uns noch mal ein bisschen umsehen. Haben die hier vielleicht irgendwo ein paar Kisten herumstehen?
Die haben hier auf jeden Fall noch einen Eingang. Da können wir ja auch noch einmal gleich reinschauen. Das ist das Gefängnis und... Da vorne ist noch einer. Okay, erstmal Ausdauer regenerieren. Dann holen wir uns den da. Okay. Ausdauer ist regeneriert, dann holen wir uns den da. Okay. This what you want? Ah, na warte. Go ahead, try and fight back. I've had enough of you. Oh, verdammt, das ist nicht gut. Oh. Da hat er uns aber erwischt. Okay. Okay, okay. Den nehmen wir uns dann noch einmal vor. Wo war der? Der muss irgendwo da oben gewesen sein, oder? Da müssen wir doch auch irgendwie hinkommen, vielleicht. Ja, man kann ihn auch hören. Okay. Dann vielleicht hier hoch und dann... Kommt man hier vielleicht noch auf das Dach hiervon? Nee. Natürlich nicht. Hm. Was haben die hier? Haben die da vielleicht Vorräte? Oh, 2 Septime. Und hier ist eine Kiste. Oh. Liebe Freunde, was haben die denn hier? Eine Rolle der Atronachenbeschwörung. Okay, wir müssen hier vorne hin. Der steht mit dem Rücken zu uns. Das könnte gut ausgehen. So. What was that? Okay, er hat uns schon mal erwischt. Oh. Schnell runter hier, schnell runter. Jetzt kriegen wir ihn. Na also. Haben die hier vielleicht noch irgendwo was? Vielleicht da, wo der Bandit jetzt eben war. Ah, da oben. Vielleicht ist da was, aber wir schauen erstmal hier. Vielleicht haben die hier an diesem Ausguck noch was. Nee. Hier haben sie nichts. Okay. Dann noch einmal hier schauen. Da glitzert doch schon was. Eine Flöte. Die ist relativ wertvoll. Die können wir verkaufen. Und 2 Septime. Okay.
Okay, dann schauen wir noch einmal hier in das Gefängnis, in diesen Gefängnisflügel. Mal gucken, was dort auf uns wartet. Das klingt nicht gut. Coin Purse und zwei Septime. Once was a woman as fair as an evening, a springtime in old Rosmakai. Oh, das ist nicht gut. Okay, die sind da unten. Vielleicht kriegen wir diese Gefängnistür hier auf. Diese Zellentür. Ja. Okay. Das kriegen wir hin. Ja. Oh, fast. Na also. Wir haben hier nichts. Durchsuchen wir mal den Jäger. Der hat ein bisschen Kleidung. Der hat Pfeile. Die nehmen wir mal mit. Die können wir auch alle tragen. Zwei Lockpicks. Okay, der hat ein bisschen was zu essen. Fasanenbrust. Die ist aber roh. Die nehmen wir nicht mit. Und das beides hier. Okay. Okay. Two threes. What was he thinking? Fool never saw me pull that ace out of my boot. Wir dürfen nicht im Lichtkegel stehen. Und das ist ein Banditen-Outlaw. Der wird sicherlich viel Gold haben. Anybody there? Der wird mit Sicherheit viel Gold haben. Ja. Okay. Okay. Potion der kurzzeitigen Unsichtbarkeit. Das nehmen wir auch nochmal. Und er hat uns doch noch erwischt. Okay. Is someone there? Okay, dann. I'll never do another span in that stinking jail. I'd rather die than give myself up. Hello? Who's there? Oh, hoffentlich entdeckt er uns nicht. Oh. Is someone there? Okay.
ist verschwunden. Wo ist er? Ach so, ja, da ist die Leiter. Is someone there? What was that? Hm. Er sieht uns erstmal nicht. Das ist schon mal sehr gut. Pfeile haben wir noch. Okay. Told him to just hand over the gold. Is someone there? Der fragt sich natürlich jetzt, von wo das kommt, weil er uns nicht sieht. Und wir haben ihn. Meine Güte, was sind wir gut. What was that? Sie sieht uns einfach nicht. Okay, wir müssen den Typen hier erstmal looten. Hello? Nothing here after all. Kann die nicht einfach mal weggehen? Dann müssen wir sie auch noch erledigen. Okay. Im Schutze der Dunkelheit lässt es sich gut töten. Das ist sehr schön. Okay. Da ist eine Falle. Na, die lösen wir vorsichtshalber einmal per Hand aus. Oh. Ach so, das ist... Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Meine Güte, wir haben 7800 Punkte. Da kriegen wir doch bestimmt etwas für. Ah, Speechcraft, das haben wir ja jetzt eigentlich genug, aber man kann ja eigentlich nie genug haben. Wir sollten vielleicht unser Einhändig-Skill ein bisschen erhöhen. So. Und wir haben ein Level Up. Wunderbar. Wunderprächtig. Was ist hier oben? Ist da oben vielleicht noch Loot zu finden? Nee. Ach, wir fallen praktischerweise schon hinunter. Gut. Dann laufen wir einmal fix nach Weißlauf. Und verkaufen erstmal das ganze Loot. Die ganze Beute, die wir haben. Und dann nehmen wir das Level ab. Ja, so machen wir das.
Es wird auch schon Abend. Oh, wir werden hungrig. Wir werden hungrig. Gut, aber wir haben natürlich auch... ja, eine kleine Verletzung. Ich frage mich, sollten wir die hier nehmen? Immerhin regeneriert die unsere Gesundheit nochmal. Andererseits könnte die natürlich später noch nützlich werden, aber... Wir verzichten so oft auf irgendwas, nur damit es uns später nützlich ist. Das machen wir jetzt hier nicht. Wir essen das. Das ist uns schon einmal mit der Milch passiert, die wir ja eigentlich trinken wollten, wenn wir in einen Kampf gehen, damit wir ein bisschen erhöhte Gesundheit haben, aber dann ist die doch noch vergammelt. Das wollen wir ja vermeiden. Ist doch irgendwas, hängt da doch in der Luft. Habe ich das Gefühl. Scheint nichts Großartiges zu sein, ist irgendwas Kleines. Und wer bist du denn, Junge? It's no fun getting pushed around all the time. Ja, das... Das glaube ich dem. Das glauben wir dem. Dass es nicht Spaß macht, die ganze Zeit herumgeschubst zu werden, aber... Until next time. Was sollen wir denn dagegen tun, huh? So, was haben wir jetzt eigentlich für wunderbaren Loot? Wir haben Amethyst, eine Flöte, Granatsteine. Und wir haben die Bounty, haben wir nicht weggeworfen. Na, machen wir einen anderen Mal. Die wiegt ja auch nichts, oder? Die wiegt nichts, ne. Dann ist auch nicht so schlimm. Was haben wir noch? Was haben wir noch so alles? Oh, wir müssen unsere... normale Kleidung anziehen. Gut. Ja, ich würde mal sagen, das war's eigentlich. Dann, laufen wir damit mal weg. Also, laufen wir damit mal zu Bellathor. So. Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. So, und dann verkaufen wir ihm das ganze Zeug mal. So. Die leeren Flaschen hier. Die kann er doch nochmal nehmen. Das müsste jetzt eigentlich alles gewesen sein. Gut. Die hier, die verkaufen wir nochmal. Genauso die Potion of Illusion und Potion of the Healer. Das sind nämlich Potions, die Zauberei verstärken. Und zwar halt einmal Illusionsmagie und... ja, Wiederherstellungsmagie. Also Sachen, die wir eigentlich auch gar nicht können. Do come back. Und wenn wir die nicht gebrauchen können, was sollen wir die dann im Inventar haben? Da können wir die ja verkaufen. So, wir machen jetzt noch einmal eine kleine Rast hier irgendwo. Müssen wir uns mal umsehen. Wo machen wir das denn? Wo setzen wir uns denn einmal schnell hin? Bits and baubles for sale, all crafted by the best blacksmith in Skyrim. Wir könnten ja mal hier hinten hingehen.
Ja, hier ist doch eine schöne Stelle. Oh, hier ist was Schönes. So. Und da setzen wir uns einmal schön hin. Und nehmen das Level ab. Das nehmen wir natürlich auf Gesundheit. Ist ja klar. Gesundheit brauchen wir zurzeit. Und jetzt haben wir hier schon mit dem Segen des RK 75 Punkte. Also ohne den Segen 50. Und das, es wird langsam. Nur frage ich mich, wo wir unseren nächsten Perk hier auswählen. Na, das entscheiden wir ein andern Mal. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt noch einmal ins Inn und machen uns dort einen schönen Abend. Schlafen eine Runde und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge, wenn wir Season Unending spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und ja, bis dann.